So, ich bin wieder unterwegs im Windrad gesegneten Weinviertel Raum Mistelbach-Wilfersdorf. So, das ist die Ansicht Richtung Boisdorf hinaus. Das dürfte die Windparkanlage Wilfersdorf sein. So, wir fahren jetzt einmal Richtung Erdberg. Richtung Erdberg, schauen wir mal. Es ist ja, wo man schaut, am Horizont, da machen wir da kurz einmal eine, so, nur Windräder, Windräder. Aber jetzt fahren wir. Schönen Blick, da drehen wir gleich einmal rüber. Vor uns liegt da unten Wilfersdorf. Wir fahren jetzt durch Wilfersdorf durch Richtung Erdberg. Ja, das Weinviertel ist schon gesegnet mit Windrädern. Es geht ja darum, dass wir endlich einmal diesen Windrad-Wildwuchs etwas eindämmen. Denn ich habe es schon in meinen vorgehenden Beiträgen erklärt, man will jetzt da hinter dem Buschberg das nördliche, wirklich wunderschöne diese Hügellandschaft total verschandeln. Ja, schauen wir mal. Na, da fahren wir jetzt einmal durch Wilfersdorf durch. Schauen, dass wir wieder mal auf die Bundesstraße kommen. Auf die Brünnerstraße. So, wir sind jetzt Wilfersdorf, Ortsdurchfahrt. Ortsdurchfahrt Richtung Brünnerstraße. No. Hätte schon passt. Fahren wir mal da rauf Richtung Erdberg. Schauen wir mal von oben ins Land hinein. Wir sind jetzt auf der Brünnerstraße praktisch Richtung Boisdorf. Mit Einwohnern geredet im Zuge eines Vortrages von Tarek Leitner, der über sein Buch da gesprochen hat oder sein Buch vorgestellt hat mit dem Thema, wo leben wir denn? Und ich habe dann auch mit Leuten gesprochen über Windräder und einer gesagt, am liebsten würde er täglich eigenhändig mit einer Eisensäge ein Windrad umschneiden. Also so weit sind die Bewohner hier mit den Windrädern eigentlich. Nicht? Also am Anfang wahrscheinlich hurra, Windräder ja. Und jetzt, wenn man da schaut, es ist ja gigantisch, was sich da abspielt. Aha, wir sind schon in Erdberg. Aber müsste es ja irgendwo hinaufgehen. Muss da irgendwo umdrehen. Selbst die
Kaffee, genau. Genau. Da geht der Weg rauf. Ja, wo sind wir denn da? Wetzelsdorf, da muss ja irgendwo ein Weg aufgehen zu den Windrädern. Aber wo? Soda in the morning. Das schaut aber nicht so aus. Eher da. Am Berg, genau, am Berg fahren wir auf. Naja, da schauen wir uns das jetzt einmal an, was sich hier abspielt. Das schaut gut aus, dass man da zu den Windrädern kommt. Schaut gut aus, schöne Agrarwege eigentlich, voll asphaltiert, ganz gut erhalten. Wenn wir damit da rüber fahren, Mist, narrisch, die haben da was hergehauen. Das ist die. Na, die haben da was hergeschmissen. Wahnsinn. Na, da dürfte es ganz schön geregnet haben. Das ist sehr, sehr schlammig. Sehr schlammig. Das scheint da. Diese letzten drei, vier Räder auf dem Weg da dürften eigentlich die letzten da bei Bohlsdorf sein. Genau. Drei. Der muss da oben kommen sein. Das gibt es. Oh ja, genau. Das ist der Hügel da oben. Was treiben tut schon wieder? Genau, da baut es her. Den Monsterräder. Das, was sich da so langsam dreht vor uns, das dürfte also das Fenster laufen. Auch nur Alibi halber sein. Was von dort aus? Ja, von dort aus wäre ein bisschen was filmen. Kraft. Polsdorf, das ist der Windpark. Da werden wir jetzt ein bisschen Schwenk machen.
müssen schon aufpassen, das ist nicht in erster Linie natürlich Ihr Problemfeld, aber das ist mein Problemfeld. Mit diesen Dingen kann man natürlich einen Weg einleiten, dass, wenn Sie so wollen, ein demokratischer Konsens immer mehr und mehr in Frage gestellt wird. Denn ich brauche Ihnen nicht erklären, schauen Sie sich das an, was dort in den Regionen bis hin in die Gemeinden sich alles abspielt, im Vorfeld zu sehr derartigen Umfragen. Ja? Und ich meine, wir müssen ja in dem Land einen Weg gehen, wo wir miteinander vernünftig umgehen und auch vernünftig miteinander Entscheidungen vorbereiten. Auch das ist übrigens eine Motivation für mich gewesen, zu sagen, ich schaue da nicht zu, wie das ganze Land auseinandertrieben wird, weil alle paar Kilometer irgendwo einer mit ein paar Tausender Euro wackelt und sagt, ihr kriegt für die nächsten Jahre 100.000 oder 200.000 Euro, wenn es mal die Windräder aufstellen lässt. Dann kommt noch dazu, und das brauche ich wahrscheinlich Ihnen auch nicht erklären, wir haben ja nicht nur Regionen, wo die Windausbeute optimal für sowas ist, sondern wir haben auch Regionen, wo sie nicht optimal ist, und je weniger optimal sie ist, umso höher muss das Zeug werden. Und ich meine, das sind alles Automatismen, die dann letztendlich ins Gewicht fallen und auch in der Entscheidungsfindung mit beitragen. Wahnsinnig. Da pfeift der Wind. Da pfeift der Wind. Ja, da ist noch Platz genug. Platz genug. Wo ist denn da hin? Da ist eine Straße gewesen. Da im Hintergrund schaut es aus, wie wenn es dort regnen würde. Diese Wolkenfetzen, die da so runtergehen. Ja, und wie man jetzt im Hintergrund dann sieht, Buschberg, soll es hinter dem Buschberg weitergehen. Nadendorf, Stronsdorf, Wullersdorf, Immendorf und. Also man will ja rund um den Buschberg hier alles mit Windrädern zu pflastern. Da blüht noch alles, herrlich. Geht's denn da wirklich hin? Eine Wanderin ist das. Schöne Gegend auch. Schöne Gegend. Viele, viele Windräder. Eibestal. Eibestal ist das. Oh, das Navi. Was man da vor uns sieht, ist jetzt die neue verlängerte Nord-Ost-Autobahn da Richtung Tschechien hinauf. Rechts abbiegen. Ja, ich biege eh schon. Wenn du da eine rumpelst, dann schaust du
schaut es gut aus. Und da kann ich gleich reinfahren da. Komm ich rauf.